Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video gibt es mal ein Behind-the-Scenes Griefer-Clips. Die meisten von euch werden ja wahrscheinlich das Griefer-Clip-Format kennen. Das ist halt das Format, wo ich die Clips von Griefer-Games-Streamern eben nehme und dann eben unterhaltsam zusammencutte. Und in diesem Video zeige ich euch, wie denn solche Folgen überhaupt entstehen. Punkt Nummer 1, wo wir die Clips herbekommen. Wir gehen nämlich nicht direkt erstmal auf Twitch, sondern erstmal auf meinem Discord-Server. Auf meinem Discord-Server gibt es nämlich einen Channel, der heißt Griefer Clips Vorschläge. Hier oben ist der Verifizierungs-Channel und hier unten der Griefer Clips Vorschläge-Channel. Und dort könnt ihr von sämtlichen Griefer Game-Streamern die Clips reinsenden. Deshalb joint gerne auf meinen Discord und tut dort gerne eure Lieblingsclips von den Streamern reinschicken. Das hilft mir nämlich sehr. Hauptsächlich tut hier nämlich Mungose von Daywalker Clips oder auch von Marco. Dann eben hat Dr. Alpha hier was von Regisseur reingeschickt. Das hilft mir nämlich auch ungemein bei der Clips-Suche. Da muss ich nämlich nicht, das sehen wir nämlich gleich. Ich habe nämlich eine Liste von Griefer Games Streamern und die wird natürlich immer länger. Und die dann immer abzugehen und eben dann die guten Clips rauszusuchen, dauert nämlich auch eine Zeit. Deshalb schaue ich mir jetzt hier die Clips von Mungose mal an, was er hier alles reingeschickt hat. Die letzte Folge ist ja auch schon, ja, einen guten Monat auf jeden Fall her. Und für die Leute, die es vielleicht noch nicht ganz mitbekommen haben oder denen es auch noch nicht aufgefallen ist, aber bei Griefer Clips kommen auch wirklich nur Clips von Griefer Games Streamern rein. Diese Clips müssen auf Griefer Games gedreht worden sein. Also wenn jetzt irgendwer ein komplett anderes Spiel spielt, sowas wird niemals in Griefer Clips reinkommen, weil es mit dem Format an sich nichts zu tun hat. Ein weiteres Ausschlusskriterium für Clips ist, ich werde nicht jeden Clip, der hier reingeschickt wird, natürlich ins Video nehmen. Die müssen natürlich auch gleich kurz, catchy, unterhaltsam, witzig sein, wie auch immer. Deswegen schauen wir uns jetzt mal hier die Clips oder ich schaue mir die Clips an und zeige euch mal, was ich hier reinnehmen würde und was nicht und warum. Ich habe euch jetzt mal ein Beispiel rausgesucht, den Daywalker Clip, den hat Mungose eingesendet, welcher jetzt an sich vielleicht funny sein mag, aber jetzt zum Beispiel für das Format nicht unbedingt geeignet ist. Ich zeige euch den mal ganz kurz. Schnuckele! Schnuckele! Ihr Schnuckele! Warte mal! Das Hasenpupele haben wir auch da. Warte mal, Mungi, wir haben auch ein Hasenpupele. Das ist Hasenpupele. Da. Und Schnuckele! Und Schnuckele und Pupele machen. Das mag jetzt für den normalen Daywalker-Zuschauer natürlich witzig sein, aber wenn jetzt jemand das Video anschaut, jetzt zum Beispiel überhaupt nicht Daywalker kennt, beziehungsweise auch gar nicht schaut, je nachdem, dann ich brauche nämlich, beziehungsweise verwende immer am liebsten kurze Clips, die natürlich dann auch witzig sind. Und wenn dann jemand zum Beispiel hier von Daywalker ein Clip reinkommt, der geht jetzt hier eine halbe Minute, das ist schon extrem lang. Und für jemanden, der dann nicht Daywalker kennt oder schaut, sitzt dann da und denkt sich, ja, okay. Hier haben wir zum Beispiel einen anderen Clip von Daywalker, den würde ich sogar reinnehmen, weil der recht kurz ist. Es war auch halber Minuten-Clip, aber der geht nie eine ganze Minute, eine halbe Minute. Ich weiß nicht, was mit denen los ist, Alter. Du wolltest dir ein Kondom übers Knie ziehen. Nein, das war ein Verhüterin. Okay, das ist selber scheiße. Ja, und an der Stelle würde ich dann auch den Clip beenden, kurz und knapp. Weiß jeder, was damit anzufangen und ist eher für das Format geeignet. Punkt Nummer 2, wo ich meine Clips herbekomme, ist jetzt auch nicht direkt hier über meine ganze ewige Liste von gefolgten Kanälen lang zu gehen, sondern jetzt schaue ich erstmal die Clips an, die ich selber erstellt habe, wo ich der Meinung bin, die könnte man gut ins Format einbauen. Hier haben wir jetzt zum Beispiel iPad macht Umsatz. Leute, vielen Dank. Vielen Dank, das ist krass. So, echt viel Geld. Aber gib mir nicht zu viel, weil sonst muss ich dem Finanzamt anfangen zu melden, dass ich diese Gewinne mache. Darauf habe ich echt keine Lust. Und jetzt unabhängig, ob man iPad schaut oder halt kennt, das ist halt an sich meiner Meinung nach ein funny Clip.
Und auch sehr kurz, den kann man gut mit reinnehmen. Jetzt gehe ich natürlich hier nochmal die Liste ab. Ich werde natürlich auch nicht jeden von mir erstellten Clip reinnehmen, weil ich mir dann vielleicht, wo ich ihn erstellt habe, dachte, ja, den kann man reinnehmen. Im Nachhinein denke ich mir dann, na, vielleicht lieber doch nicht. Aber jetzt gehe ich mal kurz hier alle Clips durch, die ich bis zur letzten Folge erstellt habe. Und dann schaue ich mal, welche ich alle verwenden kann. Ich bin jetzt die Liste durchgegangen, habe ein, zwei Clips aussortiert und den Rest werde ich wahrscheinlich auch so reinnehmen. Jetzt geht es darum, die restlichen Clips zusammenzusuchen und dafür werde ich meine ganze Streamerliste hier durchgehen und deren ganzen Clips durchschauen, was man verwenden kann und was nicht. Und danach sind wir natürlich auch noch nicht fertig. Das zeige ich euch aber gleich nochmal, was danach noch alles kommt. Wir machen jetzt das Beispiel hier mal ganz oben bei Davi Homer. Den hatte ich beispielsweise, glaube ich, noch nie drin. Es geht natürlich auch, beziehungsweise möchte ich auch, dass immer ein paar neue Streamer dazukommen, damit eben die große Vielfalt in diesen Videos immer breiter wird. Ich gehe dann auf den Kanal, auf die Videos, dann stelle ich mir hier die Clips ein. Top 7 Tage ist nicht so viel, deswegen machen wir Top 30 Tage. Das ist schon einiges mehr. Das sieht hier mir alles recht nach Griefer Games aus. Das ist schon mal gut. Und dann schaue ich mir eben alle Clips durch. Welche kann man nehmen und welche eben nicht. Ich bin jetzt die Clips von Davi durchgegangen. Das hat mich ja circa 10 Minuten gekostet. Damit habe ich einen Streamer durch. Und weil das Ganze natürlich schon viel zu leicht ist. Von diesen ganzen Clips kann ich vielleicht ein oder zwei verwenden. Weil bei manchen Clips sitzt du da und denkst dir, passiert jetzt noch was? Warum wurde das geklippt? Da gibt es Clips, da passiert nichts oder halt irgendwas komplett Unrelevantes. Ich habe jetzt einen Clip, den werde ich auf jeden Fall reinnehmen. Beim zweiten weiß ich noch nicht so ganz. Und das werde ich jetzt nochmal mit den meiner ganzen Liste durchgehen. Ja, und pro Streamer, wenn man hier 10 Minuten braucht. Und bei Davi ist jetzt überblicklich bei den Clips. Bei manchen ist die Liste doch schon recht länger, bei manchen kürzer. Aber wenn man sich mal pro Streamer im Schnitt so 5 bis 10 Minuten rechnet und dann sich die Liste anschaut, das dauert dann schon und dann ist man ja immer noch nicht fertig. Ich bin jetzt noch circa 3 Stunden fertig mit den ganzen Clips raussuchen und das Ganze müssen wir jetzt natürlich noch ins Schnittprogramm bringen, die ganzen Clips aneinander passen, noch kleine Zwischenfrequenzen einbringen und das machen wir jetzt. Jetzt befinden wir uns schon beim Schnittprogramm und damit ihr mal einen Überblick habt, wie viele Clips es überhaupt braucht, damit eine Folge wirklich gefüllt ist und nicht nur eine Minute geht. Für eine Folge Griefer Clips habe ich so im Schnitt circa 40 Clips und nicht jeder Clip wird auch direkt ein einziger Clip, zum Beispiel hier oben, das sind ja jetzt circa so 2-3 Clips werde ich daraus machen, der Rest der wird schon so eigene Clips sein, aber ihr merkt schon, dass man braucht richtig viel Clips und die Videos sind ja jetzt auch nicht wirklich recht lang. Und jetzt ist der nächste Step, einfach diese ganzen Clips aneinander mit einer guten Mischung hier reinzubringen. Dabei ist natürlich immer zu achten, wenn jetzt Streamer A kommt, dann B und C, dass nicht wieder Streamer A kommt, sondern zum Beispiel Streamer D eben und so weiter und so fort. Das Ganze soll nämlich ein bisschen so zufällig sein, wer gerade kommt, je nachdem, wenn gerade jemand zum Beispiel Streamer B über Streamer C redet und ich dazu auch einen passenden Clip von Streamer C habe, dann blende ich den natürlich dann nacheinander ein, damit das auch nämlich passt. Und das werde ich jetzt mal mehr oder weniger fix machen. Ich bin jetzt 2 Stunden circa später fertig geworden. Ist sogar Rekordzeit, das ist die längste Folge, die ich bisher gemacht habe. 8,5 Minuten. Die längste, die ansonsten ging, war glaube ich fast mit 5 Minuten. Das wäre auch die erste Folge, dass ich da mal was verdiene. Aber das Ganze müssen wir jetzt natürlich auch rendern und das dauert natürlich auch noch die Zeit. Wir schauen mal, wie viel das Ganze dauert. 5% hat es gerendert, wir dürfen jetzt fast noch eine Stunde warten und dann sehen wir uns gleich wieder. Das Video ist fertig gerendert, das lade ich jetzt natürlich auf YouTube hoch. Ich habe es mir gerade auch schon angeschaut, das mache ich immer, um irgendwelche Cut- oder Schnittfehler, die ich mal gemacht habe, eben noch auszubessern, bevor ich es eben hochlade. Ich habe jetzt hier keinen Schnittfehler entdeckt. Jetzt brauche ich natürlich noch Titel und Thumbnail und das setze ich natürlich immer aus einem Clip zusammen. Also wenn in dem Clip das passiert ist, packe ich von dem Streamer eben Facecam oder eben sein Gesicht aus Thumbnail und eben dazu noch einen passenden Titel, damit das eben zusammenpasst. Ich habe mich jetzt für den Clip von Supano mit der 2000 Euro Chromstahl-Toilette entschieden. Das Ganze habe ich jetzt schon mal hier in dem Titel verpackt. Jetzt brauche ich natürlich noch ein Gesicht für ein Thumbnail. Im Clip war das, weil die Facecam etwas unscharf, deswegen, ich habe hier gerade noch mal einen Clip gefunden aus dem Stream und dann brauche ich am besten jetzt
eben ein Gesichtsausdruck, wo er auch in die Kamera schaut. Das wäre natürlich die optimale Position. Ich denke, ich werde diese Position hier irgendwie so nehmen. So sieht das Ganze aus. Ich bin natürlich nicht immer bei jedem Thumbnail zu 100% mit Confirm. Also ich finde, das hätte man auch noch irgendwie anders machen können. Aber da sitze ich manchmal ein, zwei Stunden an einem Thumbnail, was mir immer irgendwie nicht gefällt. Aber um mal den groben Ablauf hier euch zu zeigen. Normalerweise kommt hier immer die Facecam rein. Die schneide ich dann komplett aus mit einem weißen Rahmen. Dann kommt hier immer die Schrift, zum Beispiel jetzt diese 2000 Euro in Rot, auch wieder mit einer weißen Kontur. Und hier eben diese Chrom-Stahl-Toilette, so rum, kommt hier auch noch mit aufs Bild. Und das Ganze tue ich mir dann abspeichern, natürlich dann noch mit einem Hintergrund entsprechend. Bei den Formaten habe ich den Hintergrund immer irgendwie am liebsten etwas dunkler, weil ich finde, es passt zum Kontrast besser. Dann laden wir das Ganze hier hoch und tun das zur Grief Clips Playlist schon mal hinzufügen. Und jetzt machen wir hier die Beschreibung. Hier muss nämlich jeder Streamer, der jetzt in dem Video vorkommt, erstmal verlinkt werden. Jetzt habe ich hier zum Beispiel von YouTube schon eine wichtige Benachrichtigung bekommen. Und zwar kann das Video nicht monetarisiert werden und das liegt an dem King Dagobert Clip. Da gibt es nämlich Musik, die kann ich jetzt zum Beispiel hier auch stumm schalten. Das heißt, muss ich nochmal das komplette Video neu rendern und hochladen. Das kann ich eben jetzt machen. Das Ganze habe ich jetzt gemacht. Ich tue mal die Beschreibung so machen. Ich lasse nebenbei das View laufen. Und je nachdem, welcher Streamer gerade zuerst kommt, da tue ich dann eben immer abarbeiten, eben, dass auch jeder Link wirklich drin ist. Hier die Videobeschreibung tue ich immer abändern, je nachdem. Meistens sind das die letzten drei Videos, beziehungsweise die, die nicht ganz so sehr geklickt wurden im Vergleich zu anderen. Und auch meistens hier noch die letzte Griefer Clips Folge. Das Video ist jetzt soweit hochgeladen. Das Ganze muss jetzt natürlich noch der Copyright-Sound vom Dagobert Bad Clip rausgecuttet werden. Das verarbeitet jetzt YouTube. Am Ende füge ich da noch die Endcard, die Infokarten hinzu und ansonsten wäre die Folge auch an sich bereit. Damit wisst ihr mal, was für ein Haufen Aufwand dahinter hängt. Ich habe 12 Uhr angefangen mit dieser Folge. Jetzt ist es 19.30 Uhr und ich bin immer noch nicht komplett fertig. Klar, ich habe jetzt nicht komplett durchgemacht. Ich habe auch mal zwischendurch was gefuttert, aber ansonsten war ich eigentlich nur daran, diese Folge zu produzieren. Wenn ihr diesen Aufwand schätzt, lasst gerne eine positive Bewertung da. Immer schön kommentieren für eine Winterkiste. Ansonsten abonnieren, Glocke aktivieren. Jeden Dienstag 7 Uhr gibt es ja ein neues Video. Ansonsten haut rein und ciao, Leute.